Hallo und herzlich willkommen. Heute soll es darum gehen, den Spruchstangenkopf zu tauschen. Als allererstes nehmt ihr natürlich das Rad ab, schlagt dann je nachdem in eine Richtung komplett ein. Und so gesehen, das ist ja der Spruchstangenkopf. Als allererstes müsst ihr diese Schraube lösen. Die hat hier oben einen 40er Torx-Einsatz. Ich würde euch empfehlen, vorher das Ganze ein bisschen einzusprühen, das mit der Drahtbürste etwas sauber zu machen, und dann könnt ihr hier mit einer 21er Nuss das Ganze lösen, solange bis sich der Kopf hier drin mitdreht. Dann haltet ihr gegen und dann mit einem Maulschlüssel oder einem Ringschlüssel dann weiter lösen. Sprüht am besten hier oben den Torx-Einsatz richtig schön mit Rostlöser ein und dann könnt ihr den alten festgesetzten Dreck mit einem kleinen Schraubendreher rausholen. Dann könnt ihr den 40er Torx einsetzen, bis er richtig drin sitzt. Und dann am besten ein bisschen mit leichten Hammerschlägen das Ganze reintreiben, dass der richtig fest sitzt und nicht hier oben irgendwie das Ganze kaputt macht. So, der Spurstangenkopf kann dann ganz einfach nach unten rausgedrückt werden. Jetzt ist hier von unten noch eine Schraube, die kann man entweder auch mit einem Torx-Bit oder mit einer 21er Nuss oder Schlüssel lösen. Und wenn ihr die gelöst habt, könnt ihr dann mit einem Schraubendreher oder dann einem Meißel das Ganze erstmal hier spreizen, damit das nicht ganz so unter Spannung ist. Nachdem der Spurstangenkopf getauscht wird, muss eine Achsvermessung durchgeführt werden. Um aber eine Grundeinstellung erstmal zu haben, nehmt euch hier einen Anhaltspunkt, beispielsweise die Mitte von dem Kugelgelenk, und messt das bis zu einem bestimmten Punkt hier, dass ihr danach das neue wieder bis ungefähr dahin drehen könnt. So, um jetzt den Spurstangenkopf zu lösen, könnt ihr hier hinten mit einem 13er Maulschlüssel gegenhalten und hier vorne mit einem 21er Schlüssel das Ganze abschrauben. Wie gesagt, versucht das ja so gut wie möglich zu spreizen, damit macht ihr euch die Arbeit leichter. Jetzt wird der neue Spurstangenkopf wieder so weit drauf geschraubt, dass die Entfernung von Kugelgelenk zu eurem Bezugspunkt genau gleich ist. Wenn ihr das Ganze eingestellt habt, zieht ihr jetzt die Einstellschraube oder beziehungsweise die Feststellschraube mit 40 Newtonmeter an. Zu guter Letzt wird jetzt der Spurstangenkopf hier durchgeführt und wieder mit der Schraube angezogen. Dabei wieder oben das Ganze mit dem Torx bzw. mit der entsprechenden Größe gegenhalten, damit sich das Kugelgelenk nicht mitdreht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.